Operate the fueling service. Purchase an FOGAS 100L fuel truck. Open economy trap. Producement. Okay, also ein AV-Gas. Genau, den da müssen wir ordern. Your airport does not meet the requirements for purchasing this product. Make sure the following requirements are set. AV-Gas 100L fuel service upgrade. Vehicle checkpoint, vehicle depot. Haben wir alles. 100L Fjord fuel truck. Soll ich jetzt purchasen? AV-Gas Fuel Service Upgrade. Das habe ich ja. Das hier ist doch... Hä? Ich weiß jetzt nicht, wo der jetzt so sein Problem sieht. Da, guck mal, das seht ihr auch hier. AV-100L Fuel Truck cannot be filled with Jet A Fuel. Airports... Aircraft will order their required services when they try land. Waiting order. Quantity 1 Order. Also AV-Gas Fuel Service Upgrade, was auch immer das ist. Aber das haben wir eigentlich, glaube ich, auch forscht. Vehicle Checkpoint und Vehicle Depot. Haben wir alles. Parking Capacity. Ach, wir haben das. Oh Gott. Oh, I'm so sorry. Wir haben das falsch rumgebaut. Ja, so. Meine Güte, ehrlich, also. Das sind so Sachen, ne. Okay, also so mal so ein Checkpoint, ne. Also bei aller Güte, aber. So, reißt das nochmal rein. Ah, zwei Leute, eh. So, jetzt können wir aber hier Produzement. Jetzt müssen wir das mal bauen. Ja, mi. So, haben wir es jetzt bald? That's the great question, actually. So, haben wir es jetzt? Aha, Produzement. So, das haben wir uns jetzt mal geordert. So, daran arbeiten wir jetzt gerade und dann brauchen wir wahrscheinlich noch einen Contract in unserem Gastank, weil, also in unserem Benzintank, weil sonst macht das ja alles hier gar keinen Sinn. So, dann müsst ihr dann doch gleich, glaube ich. New product has arrived. Okay, sign a contract with an aviation fuel supplier. Open economy tab, offered contracts. Okay, economy offered contracts. Natural fuel. Genau, das können wir signen. Wait for the aviation fuel supplier to refuel your fuel depot. Kommt da jetzt jemand angedackelt oder nicht? Ah ja, da kommt jemand. So, der ballert da jetzt einmal das ganze Ding voll. Wir brauchen hier natürlich schon, die müssen hier schon nachtanken, wenn die aus Nordamerika kommen, also wenn alle. Mein allerliebster Schwan. So, dann müssen wir das jetzt hier natürlich noch enablen. Dashboard, nee. Das geht jetzt. Operations Tab Overview. AV-Gas. Service enabled. Review 5GA Aircraft. Ja, jetzt könnt ihr auch hier wunderbar mal nachtanken und jetzt gucken wir mal, wer jetzt hier so. Also, der kommt aus. Ja, nach Somalia. In Afrika. Der fliegt nach Malaysia. Nach Ägypten. Nach Panama. Boah, Alter, finde. Und nach Indonesien. Ich weiß nicht, was ihr alle wollt. Wir sind halt mitten in der Pampa, ne? Aber okay. Ich glaube, weil das jetzt hier gerade auch so eine Tutorial-Folge ist, mache ich vielleicht auch heute mal tatsächlich zweimal halbe Stunde, weil wir uns ja auch nicht lumpen lassen wollen. Das ist jetzt zwar gerade ein bisschen Gift, wenn man so arg vorproduzieren möchte, aber ich glaube, einmal ist das ja okay, oder? Einmal, also ich glaube, einmal kann man das ja wohl hoffentlich
mal ne, und so machen. Hoffe ich. So, 5 General Aviation Aircraft. So, der fetzt ab. Ja, ciao. So, aber keiner nimmt meinen Refueling Service in Anspruch. Doch, da dackelt der eine arme Typ jetzt mal los. Das hier ist jetzt gerade sehr hässlich, weil irgendwie das ist eins zu groß eigentlich. Ja, also ich glaube, wir sollten das dann nochmal verkleinern bei Zeiten. Beziehungsweise einfach vielleicht auch schon jetzt, aber irgendwie scheue ich mich da davor. Ja, das ist der Mittelstreifen, ist für keine Ahnung, weiß ich nicht. Für Flugzeuge, nee, Quatsch, natürlich nicht. So, wie viele haben wir denn jetzt überhaupt schon refueled? Ich finde übrigens cool, dass mein Akku zwar immer gleich bleibt, aber ja, ne, immer die Zeit vor allem vor schnell rangeht. Und ich finde es auch cool, dass ich hier überall Empfang habe. Also dafür, dass wir mitten, also ne, ich kann es nur nochmal sagen, vor Antarktis ist, haben wir eine sehr, sehr starke Infrastruktur. Das war jetzt auch überhaupt kein Hate gegen das Schmieße. Ich meine, wer kommt auch auf die Idee, auf diese Insel auch einen Flughafen aufzubauen? Ich glaube, da kommen wir auch neulich auf die Idee. Würde ich mal sehr gerne danach immer nachgucken in Google Maps, wo das überhaupt liegt und was da überhaupt passiert hier. So, einmal bis 6 Uhr vorspulen. Boah, da kommt jetzt hier ja einfach noch eine ganze Schneewehe rein. Aber der Schnee bleibt nicht liegen, das finde ich schade. Warum bleibt der Schnee nicht liegen? Also ich meine, gut, da müssen wir nicht Schnee stippen, aber alle Sekunden verliebt sich ein Single überhaupt beim Schneestippen. Weiß nicht so ganz genau, ob du das jetzt richtig verstanden hast. Kommt da schon wieder einer reingesaust. Where are you now? Okay. So, hab einen guten Flug nach Indonesien, ne? Lieber, sehe ich auch deinen Namen oder einfach nur. Also lieber N2108. So, noch personeller kann ich dich leider nicht anschreiben. Aber der hat doch null. Hat der null? Achso, ja, Passagiere, ja, weil das General Aviation ist, ne? Ah, und die fliegen jetzt alle los. Hui! Und hui! So, der Flughafen ist leer, jetzt können mal wieder gerne neue Leute kommen. So, der fliegt nach Panama, ne? Ne, der fliegt nach Malaysia. Ey! Brudi! Jetzt hab ich den da drüben rankleben. So, da haben wir jetzt nochmal einen. Du kommst von, oder willst nach von, wohin? Der kommt von Santa Cruz, okay. Nach Schweden! Nach Schweden, ist das dein Herz mit dem Ding? Warum kommst du nicht mal bis nach Neuseeland? Alter, nach USA und so weiter. Also die lassen sich nicht lumpen. Nach Tschad, okay. So, einmal voll tanken bitte. Ja, das brauchst du aber auch echt. So, Crane Airstrip. Crane Island, United States, North America. Oh, I'm from the USA. Congratulations, you now know the basics of airport operation. You can continue expanding your airport for the GA aircraft, earning money from servicing these aircraft. Alternately, you can expand your airports to handle commercial flights, which carry passengers. When you're ready, click next to proceed. Construct a terminal. Drag out terminal foundation at least 20 mal 515 size. Okay, das Problem ist, dass hier würde ich so gerne als abgetrennten General Aviation Trakt machen. Das bedeutet, dass wir würde ich gerne mal untertunneln, tatsächlich. Dass wir dann quasi hier so ein Terminal knallen. Und dann hier quasi unsere Landebahn haben. So, verstehst du so? What be cool if so? Also machen wir mal ganz kurz Pause. Das geht ja auch mit Space. Das ist ja mal mega. Ist das sowas von mega nice, Alter? Hast du mal darüber nachgedacht, wie das die anderen Leute sagen? Vergiss es einfach. Was? Hä? Es gibt so manche Tage, wirklich, da frage ich mich wirklich, was hat der Typ denn schon wieder. Also, alle Latten im Zaun hat er schon gar nicht mehr und irgendwie irgendwas geraucht hat er auch noch. So. Also ich knall mal hier alle draus, ne, bis. Was?
einmal hier bis, oh, keine Ahnung, noch dahin. Und das da auch, ne? Also hier alles rausruppen. So, dreifach. So, Leute, schwärmet aus und ja, kaputt machen, das können sie, ne? Hui! Alles kaputt machen, so, super. Und dann machen wir einmal einen Tunnel. Weil wir das so richtig cool machen hier, Alter. So, wo ist jetzt hier der Tunnel? Aircraft Stand. So, wo ist hier nochmal Taxiway Foundation? Ah ne, das war ja hier Straße, ne? Das war hier Straße. Road Tunnel, genau. Da müssen wir sogar noch ein bisschen mehr wegreißen tatsächlich. Ansonsten wird das hier nicht so ganz so funktionieren. Am besten sogar einfach bis hierhin. So. Dann reißen die auch nochmal den ganzen Kappes raus. So, wunderbar. Dann gucken wir gerade mal hier Road Tunnel. Public Service im Keller. Okay, das hat auch noch so eine spezielle Größe. Can't build on this floor. Warum nicht? Why don't you do this? Warum macht er das nicht? Warum machst du das nicht? Mein lieber kleiner Pimpf, warum machst du das nicht? Okay, dann müssen wir das mal anders lösen hier. Wir werden jetzt hier sowieso noch mal eine Runway bauen, dann früher oder später. Kann ich nicht einschätzen. Warte mal, Runway. Terminal Foundation. Achso, das ist Terminal Foundation. Ja, nee, das brauche ich nicht. Ich brauche hier Small Runway. Ich weiß, wenn ich hier eine Large Runway hinklatsche, dann ist die verdammt riesig. Aber ist, glaube ich, gleich breit. Nee, ist ein bisschen breiter. Aber das ist ja auch egal. Wir brauchen ja auch im Moment erstmal nur so eine kleine. Also wenn, ich brauche mir jetzt natürlich gerade keine, aber früher oder später wäre das dann natürlich schon, wäre das natürlich schon ein schön Knorke, wa? Warte mal, jetzt bauen wir mal. Ich glaube, der Baum ist ein sehr, sehr gutes. Ups. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht, ne? Ja, das ist jetzt gerade nicht so Knorke, wa? So, jetzt habe ich das. So, welcher Baum war denn das jetzt hier nochmal, verdammt? Okay, haben wir es jetzt? Sonst kann ich das hier irgendwie so. Structure position is not valid. So, ich muss gerade mal ganz kurz gucken, dass ich das dann hier. Also, sagen wir mal so breit. Ja, so. Also der. Jetzt habe ich das schon wieder kaputt gemacht, das Christoph, ich war hier. Also ich glaube, ja, der Baum hier. Der hier. Der Baum hier, das ist unser wunderbarer. Guck mal, der schockelt auch so schön im Wind. Das hier ist so unser ungefährer Punkt, zu dem wir gehen können. So, Grass, dann gehen wir mal bis dahin. So, das ist hier so ungefähr unsere Abstecklinie. So, einmal hier nach oben bauen. Ups. Das Tolle ist, jetzt haben wir uns natürlich das hier alles hier komplett verbaut. Aber da kommt ja dann später sowieso noch Aircraft Stands hin. Können wir schon gerade schon mal so einen andeuten, einfach mal. Warte mal. Aircraft Stand. Weißt du, das ist jetzt zwar gerade ein bisschen, das kommt jetzt gerade ein bisschen komisch rüber, wenn ich das jetzt schon alles hier so voll durchplane. Aber ganz im Ernst, wir werden uns später sowas von total dankbar sein, wenn wir das jetzt einfach schon so gut jetzt hier quasi schon mal so in die Hand nehmen. So, Aircraft Stand, Taxiway Foundation, Grass. Und dann nehmen wir hier mal. Wie weit ist denn hier? 3. Okay. 3. Und dann machen wir einmal hier durch. Und dann einmal hier so durch. Ja, nur 2. Was denn nun? 2, alles nur. 2, das bedeutet auch, dass hier nur 2. Ja. It's already too late for this. So, da müssen wir dann das obere rausreißen. Bevor die da noch auf Gedanken kommen.
So, da ist es dann auf einmal drei breit, I'm sorry, aber dann würde ich mir jetzt auch nochmal den ganzen Flugbetrieb rausrupfen und das wäre ein bisschen schäbig. Warum habe ich jetzt das sowas gebaut? Kann mir das mal bitte jemand verantworten? Beantworten. Nobody knows about this. Ist das Käse, ehrlich? Was baue ich denn hier schon wieder? Wir haben gleich wieder kein Geld mehr, einfach nur weil ich so doof bin und ich einfach mich komplett verbaue. So, einmal. Ja, guck mal, da kommt schon die dramatische Klaviermusik im Hintergrund. So, jetzt gucken wir mal. Das ist auch natürlich hier falsch. Das ist alles falsch hier. Okay. Aber jetzt können wir schon mal hier einen Terminal bauen. Weil jetzt wissen wir, aha. Das Terminal. Le Terminal. Oh, Baby, Le Terminal. Machen wir mal. Das können wir noch mal verkleinern, wa? Sagen wir mal 30 mal. Ja, 12. So, ein wunderbares Terminal. In der guten Hoffnung, dass ich das jetzt nicht zu groß gebaut habe hier. Kleiner Stand. Aircraft Stand. Small. Nee, das ist Logo hier. Wir müssten das natürlich so rumbauen. I forget about that. Okay, also das sollte passen. Verstehst du, das ist ja ist ein bisschen ein Trauerspiel hier. Gerade. Aber die Hardrock-Musik heitert mich gerade auf. Ich hoffe, ich kann die Musik verwenden. Da muss ich nochmal Absprache halten. Upsi Daisy. So. Den ganzen Jappes, den kannst du dir eh sparen jetzt. Sehr schön. Gut. Und die wuseln los und bauen mir ein wunderbares Le Terminal. Sehr schön, sehr schön. Und dann wuseln sie raus und zerstören mal wieder alles. Das können sie auch am allerbesten. Ja, wie oft ich mich jetzt hier verbaut habe, please don't ask me. Das ist ein bisschen sehr komisch. So, Wusel, Wusel, Wusel. Ich mache übrigens keine 25-Minuten-Folgen, weil A ist zu lang, weil ich ja gerade vor der Produktionsphase bin. Und B, weil, naja, das ist immer so ein bisschen, naja, es ist nicht so eine ganz koschere Zahl, wa? So, jetzt aber mal ganz kurz gucken, dass wir jetzt hier wieder verbinden. Muss ja auch einen Sinn haben hier. Können ja auch mal dahin stehen. So, refuelen können wir die gerade nicht, weil, naja, keine Verbindung. Und so was, nicht? Weiß nicht, ob er das damit verbinden kann oder nicht. Also, weiß ich nicht. Maybe yes, maybe no, maybe I don't know. Service vehicle can't reach their designated job site. Ja, warten wir nochmal ganz kurz, bis er das alles gebaut hat und dann sollte das wohl hoffentlich passen hier. So, Wände müssen natürlich auch noch reingezogen werden. A GA flight did not receive the requested service. A service vehicle can't reach their designated job site. Ja, jetzt sollen die mal hier. So, jetzt, oder? Fährt er los? Jawohl, der fährt los. Ja! Und wir haben jetzt hier wieder alles richtig Roger hier. Okay, sehr schön. Place a door to allow people to enter the terminal. Okay, eine Tür. Walls. So eine large door. Das packen wir einfach mal dahin. So, dann könnt ihr auch da wunderbar reinlaufen. Place at least one bus stop and one car drop off. Okay, also car drop off. Also one bus stop. Und ein Car Drop-Off. Service Car Stop. Airside Shuttle Bus. Bus Stop. Car Stop. So ein Car Stop also, ne? Jo, dann müssen wir das da vielleicht nochmal eins runtersetzen dann später, aber. Im Moment ist ja eigentlich auch eine Einbahnstraße legitim, oder? Das da und dann da, ja, das passt doch alles hier. Ich knalle aber tatsächlich erstmal den da hin.
Und zwar nach dahin. So. Bums. Da machen wir dann die ganzen Kappes hin und dahin nochmal Busstop. Den Busstop. In der Tat eine Sache für sich. So, Public Road. So, dann können die da abzweigen und so weiter. Und die können dann hier wunderbar drüber laufen. Wenn ich das jetzt hier nochmal finde, so, hier. Bums. Small. Oder Medium. Können wir das ja auch so schräg bauen? Nee. Wäre zu cool gewesen. Dann können wir den hier nochmal einen wunderschönen Sidewalk spendablen. Ups. Jetzt habe ich das schon wieder hier gedreht. Sorry. So. So, lala. Regional Airport, great. Now, when the outside is built, we should focus on the inside. Passengers will first enter the terminal, where they can check into their flights. Then they must pass a security checkpoint in order to enter the secure perimeter of the terminal. Once the flight arrives, they will go to the aircraft via boarding desk. Passengers arriving at your airport must pass a security exit before they can leave the terminal and claim any bags. Okay, also das wird jetzt auch nochmal. Also place at least two checkpoints. Also Check-ins. Checkpoints, was? Also Check-ins, ne? Terminal. Windows und so weiter. Ist ja alles sehr schön. Secure Zone. Stuff Zone. Stuff. Desks. Desks. Check-in Desk. So place at least two Check-in Desks. Dann kommen Desks. Dann kommen die nämlich hier rein und dann sehen die hier gleich. Wow, hier guck mal, hier kann man richtig geil einchecken, Alter. Machen wir mal so hin. So, ist das jetzt so richtig rum? Ja. Zone a secure, a suitable part of the terminal as secure. So, le terminal secure ist jetzt hier einmal. Ab hier der Jense Jappes. So, das ist hier alles Secure Zone. Place a few Security Checkpoints. Ja, das ist natürlich auch irgendwie klar. Security Checkpoints. Small. Und da bauen wir hier gleich schon die Mediums hin. Das ist vielleicht sogar fast gar logischer, ne? Ah, okay, also da müssen wir sogar noch die Secure Zone noch mal ein bisschen erweitern. So. Weil dann latschen die. Machen wir immer quasi zwei solche und dann immer so einen riesen Secure Checkpoint. So, insufficient funds. Okay, dann müssen wir uns mal bauen. Ah, da haben wir auch keinen dazu. Das ist schade. Wir müssen uns jetzt schon einen Kredit aufnehmen. Connecting to Bank System. Take Loan 230.000. Das ist doch schön. So, jetzt aber mal hier Tacheles reden. So, Security. Medium. Dann reicht einer auch. Haben wir uns das mal abgeschlossen. Place a Security Exit. Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Security Exit. Dann machen wir das einmal so. Ganz da oben ist dann hier der Security Exit. Sehr schön. Place a boarding desk near each stand. Eject them to the terminal building and wait for them to build. Okay, also wir müssen da nochmal ein paar Stands bauen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Structure position not valid. So, dann reißen wir mal. Oh Gott, wie lang ist denn das? So ein Small Stand. New E-Mail, ja.
Small Stand. So, wie breit ist denn so ein Small Stand, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf in der Höhe. Höhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Passt. Aber das da alles abreißen. Und dann einmal hier. Ja, das wird jetzt ein bisschen alkoholprig für die armen Passagiere hier. Ich werde zusehen, dass ich das dann irgendwann nochmal hier dingens kann. Du weißt schon, was ich meine. Aircraft Stand. Small. Einse, zwei. Und dann hier nochmal Gras. Ups, Gras. Dann brauchen wir nochmal Gras. Nein, auch nicht das. Das da. So, dann können die da alle irgendwo nochmal reintingeln. Und dann müssen wir hier nochmal ganz kurz verbinden mit so einem Knorken Taxiway Path. So. Und jetzt können die das hier alles wunderbar bauen. Und wir bauen schon mal die Boarding Desks hin. Wo ist denn hier Desks? Check-in Desks. Boarding Desk. Small. Reicht ja auch eigentlich. So müssen die dann durchlaufen, ne? Hoffe ich jetzt mal. So, einmal hier hin. Und einmal hier hin. So, ich hoffe, ich kann die Musik verwenden. Die ist nämlich gerade echt ein bisschen sehr chillisch. Also jetzt müssen wir gerade nochmal ganz kurz gucken, wo ist jetzt hier das Ding? So, das da muss natürlich nochmal eins verbreitert werden. Das ist noch klar. Klar wie Klausbrühe. So, das soll jetzt gehen. So, ja. Und dann einmal hier verbinden. Wunderbar. So, und dann könnt ihr auch da hinten. Connect each boarding desk to the nearest stand adjacent to the terminal building. Okay. So, stand, connect, connect stand. Und hier connect stand. So, wir können gleich zwei annehmen. Click on each stand and enable commercial flights. So, Settings, hier, Commercial und Commercial. Jetzt hat der sich da gleich schon reingepackt. Now we have the basic passenger flow configured and soon the terminal will be buzzing with life. Before that, let's take care of your future stuff. Ja, das machen wir aber nicht heute, sondern, ihr habt es erraten, erst in der nächsten Folge von Airport CEO. Also seid auf alle Fälle dabei, wenn es nächsten Samstag wieder weitergeht, ne, mit einer weiteren Folge von Airport CEO, dann allerdings nur 20 Minuten. Ich bin gerade in Vorproduktionsphase, das bedeutet, ihr könnt mir leider, also könnt mir schon was in die Kommentare reinschreiben, aber ich werde darauf nicht eingehen können während des Let's Plays. Also I'm very sorry, aber ihr könnt mir trotzdem zeigen, dass euch das Spiel gefällt mit einem wunderbaren Like, ja, mit diesem Däumchen, der nach oben zeigt. Ich würde mich auch über euer Abonnement freuen. Verpasst ihr auf gar keinen Fall irgendeine Airport CEO Folge. Einfach unten auf mein Abonnement-Button drücken. Und ihr seht, das ist ein cooles Game. Also auch unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Kauflinks und so weiter. Auch meine Instagram, Twitter und Facebook-Seite. Falls ihr möchtet, ne? Möchte hier zu niemanden zu irgendetwas zwingen. Teilt auch das Video mit euren Freunden, mit eurer Tante Sensingbock, mit dem stinkenrechten Russen, mit eurem Hund, mit eurer Katze, mit der Hebamme aus Trinidad und Tobago, mit eurer Cousine 6 Grad aus Kongo, mit eurer Tante Sensingbock, mit dem stinkenrechten Russen, mit dem Golfkumpel aus Japan und mit dem Osterschüler aus LA. Und wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Bis dahin, ready for takeoff, euer Kommentator Onkel. Alias Airport-Bauer, Flughafenbauer, Grinsekal. Bis dahin, ciao mit K.